Hallo und herzlich willkommen auf German Coaster Fan. Willkommen zur 15. Folge des Freizeitparkwissen Adventskalender. Und in der letzten Folge haben wir uns ja um Freifalltürme beschäftigt und welche Arten es davon gibt. Schaut euch auf jeden Fall diese Folge an, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich auf jeden Fall, damit ihr die nachfolgenden Folgen nicht verpassen werdet, die wir noch haben. Sind gar nicht mehr so viele. Bewertet gerne dieses Format, wie immer, würde mich sehr, sehr freuen. Und in der heutigen Folge gehen wir einmal durch, was es für Unterschiede von Achterbahn-Layouts gibt. Da gibt es nämlich auch noch Variationen. Ich würde sagen, wir beginnen direkt. Und grob gibt es zwei Unterschiede. Wir haben einmal ein Standard-Layout, hier in dem Fall als Beispiel jetzt das normale SLC 639 Meter Standard-Layout, was mehrmals geklont wurde. Das ist so die Variante. Das machen Hersteller öfter mal. Die machen ein Layout, was sie sich entworfen haben, und das klonen die halt diverse Mal. Dadurch kriegst du eine Achterbahn halt billiger, anstatt wenn du jetzt nämlich ein Custom-Layout machen würdest. Da gibt es halt auch hier verschiedene Coaster-Typen von. Und Custom heißt halt eigens für den Park gebaut, also ein eigenes Layout dafür. Es gibt die Unterschiede Standard und Custom. Standard ist halt, wie gesagt, ein vorgegebenes Modell, was es mehrmals gibt. Custom ist individuell für jeden Park. Was Parks auch machen können, wenn die eine Bahn haben, können die sich das Layout quasi schützen lassen, sodass es nicht mehr geklont werden kann. Aber das kommt halt ab und zu mal vor. Aber öfter passiert es auch, dass bestehende Bahnen nochmal geklont werden, wie auch derzeit Taro im Phantasialand. Kriegt ja auch einen Klon, der in China gebaut wird. Genauso wie Cheetah und das Busch Gardens Tampa kriegt ja auch quasi einen Klon, wobei eine Inversion noch hinzugekommen ist, auch in Asien. Aber ja, genau, also das sind die beiden Unterschiede, Standard, Custom. Heute war eine etwas kürzere Folge, nachdem wir jetzt ein paar Mal eine längere Folge hatten. Schaltet morgen wieder ein für die nächste Folge. Ich bedanke mich immer fürs Zuschauen. So war's. Bewertet dieses Video, würde mich sehr, sehr freuen. Bis dann. Ciao.